Und dann sind da noch diese weißen Linien auf dem Bild. Ich denke, sie deuten ein modernes Haus an und auch ein gotisches Fenster. Die Barmherzigkeit muss immer wieder konkret gestaltet werden und konkret gelebt werden. Dieses Bild stellt dabei im Gegensatz zu den beiden Bildern davor keine konkrete Aktion dar, sondern belässt es bei diesen zarten Andeutungen. Diese weißen Linien erinnern mich an die japanische Kunst des Kintsugi, eine Methode, zerbrochene Keramikgegenstände zu reparieren. Und zwar so, dass man sie mit Goldlack oder mit Silberlack klebt. Dabei wird der Schaden nicht versteckt, sondern die Bruchstellen werden neu zusammengesetzt. Ein Bruch wird gar nicht erst versucht zu kaschieren, sondern bewusst integriert. Diese Form des Upcyclings ist Symbol für einen barmherzigen Umgang, auch mit sich selbst. Fehler gehören dazu. Sie müssen nicht vertuscht werden. Brüche und Macken, die bleiben solche, die werden nicht glorifiziert. Aber sie sind eben Teil des Lebens. Wer das für sich und seine Umgebung akzeptiert, lebt gelassener, barmherziger mit sich selbst und barmherziger mit anderen. Andere Kulturen und Religionen können uns viel lehren über barmherziges Leben. Dazu gehören auch die folgenden Worte von dem Philosophen Lao Tse, der den Taoismus begründet hat. Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht grausam. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Auch Jesus möchte, dass wir all unsere verschiedenen Lebensbereiche mit Barmherzigkeit und mit Liebe gestalten. Er drückt das so aus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.